grüß euch. Ich hoffe, ihr seid wieder alle zahlreich da und schaut euch das Videotraining an. Ich darf euch wieder einmal recht herzlich begrüßen zum weiteren Training. Ich bin der Reinfried, aber das wisst ihr ja hoffentlich eh alle. Und ich hätte bitte, besorgt euch irgendwo ein Theraband. Wenn jetzt einer, wer dabei ist, der keins hat, ist auch nicht so tragisch, muss man halt die Übungen im Wesentlichen einfach dann langsam und mit Spannung und Kraft durchführen, die was man sonst halt irgendwie durch den Widerstand erzeugt. Gut, wir fangen mal an, das brauchen wir am Anfang noch nicht. Wir fangen gleich mal ein bisschen ganz leicht nur tief zu gehen. Da geht es jetzt nicht darum, dass da eine Kraft dran ist, sondern einfach nur, dass sich das Gelenk vom Knie und von der Hüfte einmal ein bisschen erwärmt. Als nächstes schauen wir die Dehnung am Boden runter. Wir lassen einen Fuß am Boden liegen, den zweiten dann ein bisschen vor zurück die ganze Zeit. Also mit der Ferse nach vorne tauchen. Schaut, dass es möglichst weit zurückkommt zum Oberkörper. Und die andere Seite. Versuchen wir es zur Seite. Also das Knie möglichst knapp beim Boden lassen, also nicht so untergehen, sondern seitlich beugen. Dann die andere Seite. Wie das Knie bleibt möglichst bodennahe dabei. Dann stehen wir gemütlich auf. Wir gehen nämlich mit der Ferse hoch. Einfach Ferse hoch und wieder runter, Ferse hoch, wieder runter. Machen wir ein paar Mal. Dabei schauen wir natürlich, dass wir halbwegs gerade stabil stehen. Ausschütteln. Wir stellen uns auf ein Bein, ein bisschen abwinkeln ins Knie, dann nur mit dem Fuß kreisen, also das ziehen wir hier. Richtungswechsel. Dann ein anderes Bein, wieder leicht abwinkelt das eine Knie. Wechsel. Erst einmal. Dann wir biegen uns mal ganz langsam nach vorne, dann ein bisschen zurück, ein bisschen nach vorne und das immer abwechselnd. Schön langsam anfangen mit den Bewegungen immer. Gescheit stehen, Einbeinstand. Wir gehen mit dem Fuß aus, das kennt ihr schon alle. Immer gut über möglichst hohe Kreise ziehen mit mir. Ich mache jetzt mit dem Gleichgewicht ein wenig. Dann von außen innen. Andere Seite, vielleicht geht die besser. Bringen wir nach außen.
drinnen. Wieder wird es nicht gescheit. Ah, ist nicht jeder da gleich. Gut. Das sehen wir. So, jetzt können wir da mal ein bisschen tief geschaut. Knie und so haben wir jetzt erst schon ein wenig aufgelernt. Dass das Oberkörper wie es ein Grab bleibt. Und der Pump steht nach hinten eigentlich und nicht die Knie nach vorne. Wieder gerade hinstellen. Wir scheren immer mit einem Fuß seitlich aus, gestreckt. Das war jetzt quasi mit Oberkörper gerade. Wir machen das gleiche jetzt noch, jetzt legen wir den Oberkörper auch mit an. Also mit dem mit. So. Zuerst war es so. Jetzt mache ich es so. Kurz ausschütteln. Wir gehen Bein nach vorne. Bein nach vorne, Oberkörper bleibt gerade. Das Ziel ist schon, dass wir möglichst hochkommen. Also das ist immer nur so zu machen. Ja, natürlich kommt es auch darauf an, wie man genau da ist, wie weit das man ist und so weiter. Aber schaut euch, dass halbwegs euren eigenen Gegebenheiten entsprechend und hier kommt's. Das Ganze kann man auch nach hinten machen. Gut. Das heben wir mal. Dann. Wir stellen uns ihnen so auf, dass die Füße quasi ein L bilden. Langes Ende, kurzes Ende. Auf das kurze stellen wir das Gewicht drauf, das heißt mit Pivot, Oberkörper gerade. Obst zur Ferse ist ungefähr Linie. Hier stellen wir nur die Ferse auf, ohne Gewicht darauf zu haben. Die ist eigentlich nur eine Berührung, sonst nichts, keine Stütze. Und wir drehen den Fuß in der Hüftpfanne hin und her. Die Hüfte bleibt aber stehen, das heißt, die tatsächliche Bewegung ist eigentlich, dass der Oberschenkelknochen da in der Hüftpfanne drinnen sich hin und her drehen muss. Und nicht jetzt so mitgehen. Da. Das ist eine andere Übung. Und da ist es auch nicht so stehen. Nein, das ist, da brauche ich gleich gar nicht mit tun, wenn ich so tue. Sondern da gehen wir schauen, wie andere Seiten. Unten bleiben, hoch bleiben vor allem. Schütteln kurz aus. Dann die Zehen und den Rist überstrecken. Rist überstrecken geht klar. Ich hoffe, man sieht das halbwegs. Ich gehe jetzt mit Fersendruck quasi schon viel, dass sich der Rist überstreckt. Und meine Zehen nähen sind quasi am Boden. Da drüben bauen wir es hin und her. Da kann ich auch so alle möglichen Drehbewegungen ausprobieren. Andere Seiten. Ganz entspannt, mir da lange. Ohne Gewicht, ohne irgendwas. Übung bleibt unten. Wir schauen, dass wir heute den Körper ein bisschen Stellung haben. Gut, dann gehen wir mit der Übung nach oben und lassen
gehe ich vielleicht zurück, Zirkusbiss. Lassen, Übung bleibt oben, wir lassen den Oberarm, einen Unterarm nach unten fallen und ziehen ihn wieder hoch. Im Endeffekt ist dann der Trizeps, der da jetzt aktiv ist und da ist nichts aktiv und da auch nicht. Und dann gehen wir so. Sieht man hoffentlich alles, was ich da tue. Gut, wir lassen es fallen. Als nächstes gehen wir einfach nur auseinander nach oben. Gut, das schütteln wir gerade. Wir gehen wieder ein paar tief, sagen wir 10 Mal. 2, 3, 8, 9 und 10. So, jetzt Arme gestreckt, Schulter bleibt unten, nach vor, zurück, nach vor. Vor. Dann aber nicht zu, sondern Oberkörper bleibt eigentlich gerade. Ja, es geht nur um aufwärmen. So, super. So, als nächstes. Aufpassen, ich habe wieder zwei Sequenzen, die wir dann miteinander abwechseln. Das habe ich das letzte Mal mit den Armen irgendwie was gemacht. Jetzt mache ich meinen Körper, also den Oberkörper. Erste Sequenz ist, wir biegen den Oberkörper nach unten, der Popsch bleibt in der Höhe, also so. Danach gehen wir mit dem Popsch zum Boden, das heißt, ich muss die Knie abgehen. Dann wieder mit dem Popsch hoch und dann richten wir uns wieder auf. Das heißt also, da fangen wir an zum Abbiegen. Viele, Popsch nieder, Popsch hoch und wieder rauf. Runter, das ist erst schon mit tun. Popsch oben, Popsch rauf und wieder rauf. Gut, das machen wir jetzt wieder mal 10 Mal. Okay? Oberkörper runter, Popsch rauf, Oberkörper rauf. Ganz. Runter und wieder rauf. Zwei. Bei der 2er drehen wir es im Wesentlichen einfach um. Oberkörper bleibt am Anfang gerade. Wir gehen jetzt erst mit dem Popsch runter. Danach drehen wir Kopf oben mit Arsch und Tee. Dann wieder umgekehrt. Einer wird das nach unten, Kopf wieder rauf. Und wieder aufstehen. Also zuerst haben wir Kopf, zuerst Viere, oben, auf und wieder aufrichten. Und jetzt haben wir Popsch runter, vorbiegen, wieder aufrichten, aufstehen. Runter, Popsch hoch, Popsch wieder niedrig, wieder aufstehen. Gut, machen wir 10 Mal. Also, runter, Popsch rauf, Popsch runter, aufstehen. 1. Runter, Popsch rauf, Popsch runter. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 und einmal noch.
So, das merkt sich jetzt einmal. Kurz ausschütteln. Wir gehen mit den Armen nach vorne. Ziehen einfach nur zur Seite, möglichst weit nach hinten. Nächstes Mal machen wir das Seitliche weg. Dann kann man einen Fuß mitheben. Lassen. Wir biegen uns vor und zurück, und vor und zurück. Vor. Dann seitlich biegen. Gut, den Kopf füßen wir ein bisschen, mit dann ein bisschen nach vorne nicken, Kopf in den Nacken legen, nach vorne nicken, den Nacken legen und so weiter. Dann drehen. Uhr zur Schulter ziehen. Gut, das sehen wir mal. So, im Wesentlichen sind wir warm, tänkt nun vielleicht noch schnell dran. Andere Richtung. Gehen wir noch zu. So, ich habe gedacht, heute kriegt ihr noch einen klassischen Haltungsfehler, der aber immer wieder auf der Straße auffällt. Und zwar ist das innen des scherzhaft der Hexenrücken. Und zwar schaut das so aus, dass wenn ich normal stehe, dann soll das da hinten eigentlich halbwegs gerade oben sein und dann ist natürlich oben da. Sehr klar, der Rücken so und unten ist dann in der Richtung, das weiß jeder. Wenn das zu viel ist, ist auch nichts. Und der Rundrücken ist auch ganz schlecht, egal. Aber in Wahrheit, das was ich jetzt meine, ist die Halswirbelsäule, der unterste Teil von der Halswirbelsäule, wenn man nämlich kopffaul ist quasi und den Kopf so nach vorne schiebt oder quasi nach vorne fallen lässt, dann entsteht da hinten so ein Knick quasi. Oder das heißt, da gibt es dann einiges an Menschen, die so rumrennen, stehen eigentlich irgendwie halbwegs gerade, aber sind auch so. Und das ist dann irgendwie so dieses innen ins Hexenrücken, weil wenn dann noch wer von mir aus mit der Körperspannung schwach ist und nach vorne auch noch so einsenkt, dann kommt er tatsächlich so daher. Und das ist dann ganz schlecht, das ist, glaube ich, hoffentlich an jedem klar, dass das nicht gesund sein kann. Also wir müssen es da aufrichten und jetzt ist wichtig, dass wir den Kopf nicht so vorn haben, sondern das Gesicht bleibt quasi gerade, vertikal und wir versuchen mit Muskelkraft den Kopf so nach hinten zu ziehen, ohne dass dabei der Bauch viel geht. Das heißt, da bleibe ich gerade, von vorne gehe ich mit dem Kopf zurück. Das sind im Wesentlichen da ein paar Muskeln und dahinter dabei sind auch noch ein paar Muskeln, die was so anziehen können. Das hat aber nichts mit Nicken zu tun. Das ist ganz eine andere Bewegung, sondern das Gesicht bleibt gerade. Und ich gehe nur vier, so, vier, so,
Viereck und so zurück. Okay? Und das darfst du jetzt gleich mal ein wenig ausprobieren. Also wir gehen vor, zurück und ihr schaut bitte immer mich an und nicht nach oben. Das ist ganz was anderes. Und da merkt man eh gleich, dass man da gewillt ist, irgendwie Viereck zu gehen wollen da aus dem Bereich. Das ist aber nichts, das soll da bleiben. Und das ist wirklich ein Zurückziehen, so dass man quasi das Gesicht möglichst weit nach hinten stellen kann, dass das am Schluss eine halbwegs eine Linie wird. Und machen wir jetzt ein paar Mal. Ah ja, das ist natürlich eine Übung, wenn wir einen Bandscheibenvorfall gehabt haben in der Halswirbelsäule, bitte ganz vorsichtig. Ja? Nicht durch den Mund umreißen, sondern ganz langsam, das muss man selber spielen, aber diese Muskulatur da hinten, die ist bei den, fast bei allen eigentlich, letztendlich zu schwach. Gut, das hätten wir auch. Dann schnappen wir uns da unsere Matte sozusagen. Mit der wir ganz einfach ein paar Bewegungen, die ich im Aufwärmen schon gehabt habe, einfach nur mal mit ein bisschen mehr Belastung nachmachen. Das heißt, angefangen habe ich eigentlich, was das bedeutet mit dem Bizeps. Wir lassen die Übung unten. Das geht einmal von Haus aus, also wenn es so ist, auf Spannung. Wir sind ein bisschen in die Knie, wir sind aufrecht, nicht so, nicht so, nicht so. Sehr klar. Und wir gehen einfach nur Bizeps nach oben. Also fast nach oben. Und wieder müssen. Eins ist eh hoffentlich klar, auf habe ich natürlich einen Widerstand von so, bitte nicht einfach schalten lassen, sondern auf und langsam runter. Aber ich glaube, das hat man jetzt hoffentlich, wenn ich so tue, eh irgendwie ein wenig gesehen, dass das nicht das ist. Ja. Das war ganz schlecht eigentlich. Ich mache es jetzt, weil ich eh schon warm bin, aber wenn es das kalt macht und so, dann kann es auch nur schalten. So, nächstes, wir nehmen das Theraband hinter unseren Körper. Ihr müsst schauen, dass ihr es länger habt. Wenn es kurz ist, dann nehmt ihr es halt eine Seite und steigt es mit der Ferse oder was drauf, dass das unten dabei auch gescheit hält. Weil wir gehen jetzt, also wir stehen jetzt quasi so. Übung sind oben. Und wir dann nur, das ist nur der Unterarm, der sich nach oben bewegt. Bauchanspannung dabei. Und natürlich wieder. Oben, langsam runter und nicht. Das ist unsere Übung. Kopf steht dabei. Jetzt einmal kurz wieder auf Zeiten, weil ich habe euch jetzt erst eine Sequenz oder noch eine Sequenz gezeigt. Das machen wir jetzt, ich würde vorschlagen, fünfmal hintereinander und zwar abwechselnd. Immer zuerst die eine Sequenz und die andere, also ich rede von dem Gespiel. Ja, das heißt, wir fangen jetzt an, wir gehen jetzt erst eine Minute runter, hopsch runter, hopsch rauf, rauf. Und jetzt eine andere Sequenz. Zuerst hopsch runter und immer abwechselnd. Zweimal machen. Ein letztes Mal. Und einmal noch suchen. Gut, passt. Wieder ausschütten. Können wir uns wieder zusammen nehmen. Nächste Übung. Wir nehmen uns Bandel und wir gehen seitlich raus. Ja? Gut. Da müssen wir natürlich schon mal schauen, dass wir nicht zu viel Zugleistung haben. Ich habe da sowieso immer noch ein bisschen ein Handicap.
So, wir gehen einfach mit gestreckten Armen auseinander. Und das machen wir anders. Dieses vergisst es. Wir stehen drauf. Wir können jetzt so machen. Das ist besser. Schütteln. Nächstes nehmen wir das Bein hinter unserem Rücken. Wickeln uns vorne ein wenig. Für die Knöpfe vielleicht. Und wir schieben einfach nur die Faust nach vorne. Wir können das auf Kinnhöhe machen oder auf Nasenhöhe. Wir können das auch auf Stirnhöhe. Das habt ihr zumindest gesehen. Aber nicht da unten, wo wir da tun. Sondern schon viele. Ja. Also ich will da auf keinen Fall weiter oben als waagerecht. Waagerecht ist Minimum, Hechen ist auch okay. Aber ganz oft ist wieder eine andere Übung. Ja? Also von da bis da würde ich sagen, ist das halbwegs gut. Natürlich auch beim Zurückgehen wieder langsam. So wieder. Als nächstes gehen wir wieder oben auf die Füße, steigen wir wieder drauf. Wir nehmen uns da unten das Bandel und das ist eigentlich relativ klar die Übung. Wir gehen einfach nach oben. Gestreckte Arme. Nächstes wir nehmen wir das Bein unter den Bauch. Ja. Und wir tauchen so zurück mit beiden Armen natürlich gleichzeitig. Ja. Schütteln. Gut. Nächstes, wir fangen so an und ziehen so auseinander. Ich bin da ein bisschen abgelenkt bei der Links. Da machen sie einen Blödsinn. Und dann quasi eben verspotten. Aber ja, so ist es. So, nächstes, wir machen uns eine Schleife. Hier ist das eine Sehwüste. Nicht allzu groß. Also so wie ein Jausendöller. Oder ein Frühstücksdöller ungefähr vielleicht. So der Kreis sein.
professionell so ein Training aufnehmen darf, ich habe das richtig professionell, dann hätte ich natürlich zwei so Bandeln und eins war schon so vorbereitet und so. Aber ja, ist nicht, weil ich das eigentlich so gar nicht so will. So, wir steigen da rein. Das ist meistens ein schlechtes Zeichen, wenn ein Trainer mit sowas anfängt. Das ist eine Taliban-Geschichte. So, wir nehmen einfach das Gewicht auf einen Fuß und mit den anderen ziehen wir zur Seite oder mit vielen und wie auch immer, ja, auf Zug. Kannst das so tun oder nur so oder nur nach hinten, bis du das willst oder überhaupt den Kreis ausformen. Aber das Bandel sollte auf Zug sein. Ja. Ja. Gut, dann logischerweise andere Seite. Wir gehen auf Zug. Also haben wir nämlich richtig, was das geht. Hier zurück. Deutlich. Über den Kreis. Kurz auslockern. Wir tun jetzt mal über den Pferdrang so. Entlockern das ganze Gespür wieder. So, ich bin gespannt, ob das so funktioniert, wie man das vorgestellt hat und welche Training noch. Wir steigen mit einem Fuß in die Schlaufen ein und fixieren sie dabei. Und mit dem zweiten Fuß versuchen wir, da muss man jetzt quasi zu ihm dran, das Knie bleibt unten, nur den Oberschenkel, Entschuldigung, den Unterschenkel, die Fersen hochzuziehen. Ja, das geht eigentlich eh. Gut, die andere Seite. Das Knie bleibt unten. Das ist eigentlich hoffentlich klar. So, dann lassen wir das Ding. Wir probieren nochmal unsere Position glänzend aus. Also wir fangen an. Oberkörper runter, Popsch runter, Popsch rauf, aufrichten. Popsch runter, aufstehen. Fallen lassen, runter, rauf, aufrichten, runtergehen, umkippen, raufgehen. Wie schon da. Ja. Ich werde es hoffentlich verzeihen, aber wenn ich es irgendwo tue. Gut, so. Nächstes hätte ich mir gedacht, ich zeige euch, wie ich es immer mache, drei Übungen, die was ihr bitte ca. minutenlang durchgängig macht. Dann macht ihr Pause, eigenes Ermessen, halbe Minuten, Minuten. Dann macht ihr die zweite Übung, dann wieder Pause, dann die dritte Übung. Und je nach Geschmack musst du es 2 bis 5 Mal hintereinander, ne, die ganze Leiste. Wie auch immer. Gut. Erste Übung. Im Wesentlichen total simpel. Wir fangen mit einer, da schwitze ich, Liegestütz-Ausgangsstellung an. Drehen uns dann zur Seite. Und jetzt wechseln wir auf die Seiten. Dann so. Dann so. Seiten und wieder die Seiten. Und das machst du halt die ganze Zeit. Das ist eine einfache Übung. Zweite Übung. Ich glaube, ich sage es seitlich vorher.
Wir legen uns am Bauch und schlafen. Nein. Stirn am Boden, Hände am Kopf, Ellenbogen sind weg. Wir heben hoch und dann drehen wir uns zur Seite. Dann wieder runter, runter schauen. Kopf wieder Kontakt, Übung bleiben der Hände, möglichst hoch, hoch, andere Seite. Wieder zurück dann, senken, hoch, wieder die erste Seite. Wieder senken, hoch, zweite Seite. Übung bleiben immer in der Luft. Wunderschöne Sache. Und die nächste habe ich mir quasi abgeschaut von einem interessanten Training, wo ich dabei war. Habe das super gefunden, weil es total banal ist und man glaubt es nicht, wie schwer es eigentlich ist und wie viele Muskelgruppen man gleichzeitig letztendlich beansprucht. Geht jetzt darum, wir fangen mit dem Langsitz an und dann unsere Hände übereinander, kannst du so machen, kannst du so machen. Fakt ist, die zwei dürfen nicht auseinander. Also das geht nicht. Das bleibt benannt. Kann so zu gehen, kann dann gehen und die Hände berühren den Boden nicht. Während der ganzen Übung. So, Aufgabe, aufstehen. Das ist einfach die Aufgabe. Du sollst jetzt einfach nur aufstehen. Dazu empfiehlt es sich, dass man mit Füßen auf Zeit hat, dann irgendwie einen Schwung sammelt. Wenn ich mal so bin, habe ich eigentlich schon gewonnen, weil dann kann ich schon aufstehen. So, die Hände waren nie auseinander und die Hände sind nie am Boden gewesen. Jetzt wieder niedergehen. Das heißt, wir gehen wieder nieder. Machen das Ganze in eine andere Richtung, egal. Und jetzt andere Seiten. Zuerst habe ich die Richtung angefangen. Jetzt in die andere Richtung angefangen. Ja. Wieder hoch und wieder aufstehen. Dann wieder nieder. Diesmal aber wieder über die Seiten. Das heißt, so rum. Und dann sitzt wieder so. Immer bitte die E-Positionen voll ausführen. Also ganz stehen. Dann aufstehen. Und wieder nieder. Dann kannst du abkürzen. Wurscht. Okay, alles klar. Das waren die drei Übungen. Diese bitte erste Übung, zweite Übung, dritte Übung, immer mit Pausen dazwischen. Sagen wir mal 2 bis 3 Mal die ganze Geschichte wiederholen. Danke dabei einmal. Bis später. So, dann gehen wir es, nachdem wir da jetzt fertig sind, ganz locker mit ein bisschen Schwunggymnastik an. Dann machen wir so mal. Wir gehen mit den Füßen mit, ganz locker die Hände vor und zurück schwingen, schaut es nicht viere, blockt sich nicht, versucht es ein wenig die Atmungsfrequenz zu kontrollieren dabei, also nicht immer, sondern okay, gut, dann als nächstes dran und seitlich, Hände können ruhig. Wir nehmen aber jetzt keine Muskelkraft, die extra dafür da ist, dass man da Tee in Tee bringt. Sondern wenn es in Tee geht, dann ist das einfach nur ein Schwungeffekt, aber nicht ein Heben. Ja? Weil das ist ja kein Kräftigung mehr, sondern wir wollen ja nur ein bisschen Elastizität, noch, dass ich es rausbringe. Herstellen, genau. Das geht natürlich auch immer mit den Füßen, wenn ich mit den Beinen tue ich immer mit. Gut. Als nächstes da machen wir nur so dran. So sitzen und den. So, jetzt ist es hier schon schwindlig. Das ist immer gut, wenn man schwindlig ist, wenn man dann einbeinige Übungen macht, das übt. Und dann nur Bein vor zurück schwingen, wieder ohne Kraft. Kein Heben mehr in dem Sinn, sondern nur hin und her. Der Rest vom Körper kann natürlich ausgleichen. Jetzt muss ich das mit mir tun. Dann das andere Bein. Dann, wir machen wieder mal einen Achter mit dem gestreckten Arm. Das heißt, der Daumen zeigt vor meinem Körper mal nach unten
Wo wir unten sind, möchte der Daumen nach oben, den 8er. Und jetzt zieht der, die Handfläche ist jetzt auch nach oben. Der Daumen zieht jetzt da in den Schnittpunkt von dem 8er. Und macht außen, geht er wieder auf. Also der Daumen führt quasi diesen 8er an. Das heißt, ich habe jetzt beim Obergehen die Handfläche nach unten und da dreht sich die Handfläche auf. Das geht anders nicht, weil sonst bringe ich da keinen gescheiten 8er zusammen. Dann kann ich das so schön tun. Da kann der ganze Körper mitgehen. Ups, aufpassen, da hinten habe ich einen Anknusch gehen. Also da. Da muss ich aufpassen, dass ich es nicht einmal. Den ganzen Körper mitschwingen lassen. Mit dem 8er, großer 8er. Also nicht nur so tun. Das ist eigentlich das, was ich meine. Und nicht das. Ich meine, das ist auch schön. Aber ich möchte eigentlich, dass man so als Ganze, da geht auch Knie alles irgendwie mit. Einen großen 8er machen. Gut. Das war die eine Hand gewesen. Die andere Hand, da habe ich keine Hindernisse. Wir fahren wieder an, Daumen fährt nach unten. Wenn wir da überkreuzt sind, geht der Daumen auf, die Handfläche geht nach oben. Handfläche oben. Dann so. Und dann wird der Kreis, wenn ihr die Bewegung mit drin habt, Daumen führt die Bewegung an. Dann gehen wir jetzt mit dem Körper noch nicht. So wie zuerst. Schütteln die Geschichte, mit dann ein bisschen schütteln, führe, schütteln, zurück, führe, zurück, ein bisschen Switz, als nächstes den Kupfer wegen links, rechts, auch schön elastisch bleiben dabei, dann rauf, ab, das links, rechts, das gehen wir auch noch beim Spülen. Gut, dann gehen wir wieder zu den Beinen. Wir machen jetzt mit den Zehen den 8er. Du suchst da über den Schnittpunkt. Und dann gehst du von da an den 8er. Da ist der Schnittpunkt, gehst du den 8er in die andere Richtung. So habe ich es klar, oder? Wie das meine. Da schaue ich mir sonst selber auch eins zu, obwohl das natürlich haltungstechnisch der Käse ist. Aber es ist. Gut, dann den anderen Fuß, den Schnittpunkt definieren, mit dem du arbeitest. Gut, so, jetzt dann wieder ein Hände und Füße auf mit einem Diagonal. Linke Hand, rechtes Bein und umgekehrt. Nur fallen lassen. So ist es verkehrt. Und von mir heute. Gut. Als nächstes haben wir jetzt einfach nur noch ganz groß Beine. Und wir heben auch die Ferse dabei. Kann auch ein bisschen hupfen dabei. Gut, das hätten wir und gehen den rechten Rücken dann mal los. Somit hätte ich es für heute wieder mal. Ich hoffe, es hat euch im Wesentlichen Spaß gemacht und das haben wir alle brav mitgetan. Ich freue mich, vielleicht gibt es noch Training, das weiß ich noch nicht so genau. Wenn, dann werdet ihr das auf jeden Fall rechtzeitig mitkriegen. Ich wünsche es weiter mal noch
schönen Wetter, im Tages- oder Abendsverlauf.